Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabello. Ich habe jetzt einen neuen Schwerpunkt, den ich ganz gerne setzen wollte. Immer eine Seite. Es muss nicht Rush heißen. Es kann ja auch sein, dass man, ne, das mittig aufstellt, aber alles auf eine Seite packen. Das ist im Moment meine Idee. Und mal gucken, ob wir damit irgendwas erreichen können. Fast alles auf eine Seite, meinetwegen auch. Weil dann hat man halt ein anderes Board immer jede Runde. Das ergibt sich ja dadurch automatisch. Und wenn man das halt eintrainiert, dann hat man einen Vorteil gegenüber einem Gegner, der es vielleicht nicht eintrainiert hat. Das wird jetzt natürlich die ersten Runden wieder auf die Fresse geben. Unendlich oft, vermute ich. Aber das ist auch hier bei der Gameplan im Moment. Und mehr Überraschungen an den Gegner packen, ist auch noch so der Gameplan. Genau, also ich mache das jetzt ganz aggro. Alles klar. Ja, Steeballs sind immer scheiße, gar keine Frage. Ja, Schachmatt, die erste Runde. Wahrscheinlich Schachmatt. Mal gucken. Dann habe ich noch genug Platz, gleich da vorne was hinzustellen, ne? Kommen wir zur Ablenkung dazu. Mal gucken. Den versuche ich gleich wahrscheinlich zu verkaufen. Das muss er ja noch nicht wissen. Natürlich wieder wie immer die falsche Seite aufgestellt. Ist ja klar. Den Steeball verkaufen wir gleich, den rechten. Dann kann ich, glaube ich, sogar einen Mustang dazustellen, also nur die verhassten Einheiten, weil die halt mehrere Sachen gleichzeitig kontern. Wenn ich ihn früh genug hole und er nur ein einziges Mal den da tötet, kriegt er Level 2, dass er die Crawler wie Fangs wegholt. Also, das könnte funktionieren. Hat tatsächlich so auch fast schon geklappt hier. Mal gucken, wie es ausgeht. Also von rechts wegen her hätte meine Aufstellung gegen seine, also die, meine Truppen gegen seine verlieren sollen. Aber die Aufstellung hat den Unterschied jetzt hier gemacht im Moment. Noch viel besser, als ich gedacht hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Aufstellung irgendeinen Erfolg hat. Gegen, also die Einheiten irgendeinen Erfolg haben gegen die Gegner, aber die Aufstellung hat gereicht. Hat er kein Anti-Small gehabt, ne? Er hat sich halt für mehr Small entschieden. Das war, glaube ich, sein Fehler. Extended Range. Ja, das ist immer gut, ne? Kann man jetzt zur Luft pflücken, die Freunde. Ja, dann verkaufen wir vielleicht eine Runde später. Gucken wir erst mal, was wir noch dazu packen. Ein Mustang wäre jetzt fast zu teuer, ne? Und dann kann ich noch einen kleinen dazu packen. Reicht ja, wenn einer auflevelt. So, wenn ich den Steeball verkaufe, kann ich den Level mitnehmen. Dann machen wir das doch. Das ist eh Satellitengefahr, ne? Und dann machen wir noch einen Crawler dabei. Okay. Den Level hätte ich auch noch gern gehabt, aber ging nicht alles. Naja, jetzt sind wir am Arsch, weil das zu viele Crawler sind. Aber der müsste ja bei den vielen Crawlern, wenn er nicht sofort stirbt, müsste der vielleicht sein Level kriegen. Plus den Marksman da, ne? Also ist jetzt mein Versuch eben, Mustang Level-Vorteil zu haben und Kleinvieh generell wegzuräumen. Das ist jetzt der Gameplan. Zudem links aufstellen. Ja, Crawler töten bringt keine Erfahrung, merke ich gerade. Also wir müssen den Marksman da töten, aber wenn der nicht mit drauf schießt, gibt es keine XP. Ich meine, der hat schon 40 getötet, nur eben ewig langsam.
fast einen halben Level. Sieht aber trotzdem wieder so aus, ob es klappen würde, diese Runde. Kommt ein bisschen drauf an. Schieß mal nach unten. Fast Level up. Und wenn ich jetzt Glück mit dem Item noch haben sollte, dann oder sowas, oder Level-Up-Fähigkeit, das wäre natürlich dann die absolute Krönung. So, Anti-Small haben wir jetzt auch, das ist natürlich super. Dann mischen wir das damit, oder? Dann töten wir alles, was klein ist. Das wird ja schon gekontert, das im Grunde genommen auch. Wenn wir Glück haben, das ebenfalls. Jetzt eine Frage der Geschwindigkeit. Zur Sicherheit da hinten hinstellen. Die Level auf jeden Fall mitnehmen. Sleeball den linken behalten wir zur Ablenkung. Oh, das ganze Kleinvieh da weg. Rechts gehen wir dann wahrscheinlich mal ein Level nachher aus. Wir versuchen es jetzt einfach, wie gesagt, damit. Und dann noch einen dazu. Den gleich den Steeboy wahrscheinlich verkaufen. Das war sowieso super riskant die ganze Zeit. Aber ja, jetzt musste irgendwann mal die Strafe kommen. Wenn ich den Steeboy verkaufe, dann hat er ja mit dem Scorpion kein Ziel mehr. Mein UFO wurde instant abgeschossen. Von dieser Doppelriege da, ne? Ja, ich sag ja, ich habe noch gar keinen Gameplan, was ich damit machen will. Das mit dem UFO hat nicht so gut geklappt, aber das wäre halt, glaube ich, schon eine wichtige Einheit gegen das ganze Kleinvieh insgesamt. Schild und Reichweite würde vielleicht die Lösung sein. Das würde aber auch für den Steeball gelten. Machen wir das, dass mir das Kleinvieh jetzt stirbt. Ja, und den gebe ich dann Reichweite, in der Hoffnung, dass er das jetzt überlebt, das Ganze. Und dann stellen wir zwei von den kleinen Freunden dahin. Versuche ich mal ohne verkaufen. Im Glück tanken die dann alles. Die beste Einheit kann ich nie aufleveln. Toll. Das ist sicher ein Fehler. So, jetzt hat aber der Hardcore diese Dinger genommen. Kann ich das jetzt, das ist das Problem, weil ich das alles neu mache, da ich nicht weiß, was ich dagegen spiele, wenn er sowas aufbaut. Also wenn ich den Steeball jetzt verkaufe, was hole ich dann dafür? Normal würde ich jetzt sagen, all in Luft, oder? Aber selbst da hat er ja schon Luftabwehr. Aber vielleicht reicht das ja auch. Die Steeball scheinen ja ranzukommen, ne, mit dem Schild-Item. Und holen die sogar weg. Ja, und der hat jetzt hier fast seine 80 Kills oder so gemacht. Also Kleinvieh räumt er weg. Schild auf das Ding, sehr schön. Und hier kriegen wir hoffentlich gleich die ganzen Level. Nächste Runde wahrscheinlich Reichweite. Das Problem ist halt, dass sie jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt sind, die beiden, ne? Aber ich glaube halt, da war so viel, dass das sein musste. Der muss sagen, ich habe ihm das nicht mehr zugetraut, den Spam da zu holen. Aber eigentlich ist das doppelt gemoppelt. Eigentlich hätte ich noch verkaufen können in der Luft. Und dann lieber am Boden hart investieren. Billy Sledgehammer. Ich glaube, der ist ganz okay. Die stehen da ja schön alle. Ich gebe dem jetzt mal den Level. Ich bin mal so nice. Range. Ja, also ruhig mal leveln. Also ein einzelnes UFO könnte, glaube ich, die ganze rechte Seite fast schon holen. Da müsste dann nur noch mal ein anderer wahrscheinlich zum Tanken am Boden hin. Gucken wir mal, ob ich das richtig gesehen habe.
Wir müssen halt den Phönix da ein bisschen tanken und ich weiß nicht, von welcher Höhe ich das am besten hier mache. Don't So vielleicht. Also ich bereue, dass ich das und das gemacht habe, ne? Das war, glaube ich, nicht gut. Im Zentrum. Hier kann ich nochmal ein UFO aufstellen gleich. Da sind, glaube ich, genug Ziele. Ja, die UFOs, die klappen ganz goldig. Ich habe jetzt nur darauf geachtet. Ich habe leider nicht gesehen, was gerade mit den Skiballs passiert ist. Rechts durch, dafür links verloren. Der eine Marksman da unten, ey. Ich habe leider nicht gesehen, ob der Steel Ball Sinn macht zu verkaufen jetzt. Habe ich nicht gesehen. Genau, direkt auf die. Aufs Headquarter ist halt die Hoffnung, ne? Eine Runde lang. Und nächste Runde verhökern wir das dann. Ja, um die Kleinen wegzuräumen, dann bräuchte ich da kein extra UFO hinstellen wahrscheinlich. Sonst gibt es eine Menge Kämpfe, wo das Replika sich auch lohnt, denke ich doch. Die leveln ja nicht umsonst jede Runde. Ich überlege sogar eine Ablenkung da oben hinzustellen. Ja, hier vorne die Brocken. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ding sich nicht mehr gelohnt hat. 2000 Schaden hat auch nicht getankt. Die Frage ist, was wir stattdessen dann holen würden. Dann machen wir vielleicht wirklich nochmal ein UFO in die Mitte. Und geben dem das Schild-Item, weil der wichtig ist. Der da rechts ist, glaube ich, ein Duelist, ne? Der kriegt da viel raus. So. Genau, jetzt gehen die alle weg. Eine Handvoll Raketen geht ins Headquarter. Danke. So, und jetzt bitte alles töten. Ah, der wäre für Schild auch nice gewesen. Also die gelevelten Mustangs sind, glaube ich, jetzt sehr nice to have. So, der wird sich jetzt um die Artillerie kümmern da rechts. Also ich verkaufe die jetzt und versuche die andere eine Runde zu beschützen. Die rechte hat das Headquarter getroffen, die linke hat irgendwo anders hingeschossen. Oh, ihr Hunger. Hab ich gefrühstückt. Magen knurrt. Halt super viel Kleinvieh. Ja, hat immer ein Range-Duell bei sowas. Also ich glaube da. Oder ich versuche jetzt einen Finisher, aber ist mit Range wahrscheinlich auch ganz gut. So, die gehen jetzt alle nach oben, fast alle. Ein Teil von mir will was machen, was wahrscheinlich dumm ist. Ich mache das mal, aber es ist wahrscheinlich dumm. Ich mache es jetzt einfach, ist mir völlig egal. Ja, das geht auch schon damit. Man den da mit dem Dings schützen? Ist der dann geschützt?
dem Moment Zeit geben, dass er im Smoke steht, bevor er schießen kann. Also jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel Spielerei. Hat jetzt extrem viel Zeit gekostet. Also das kann man durchaus nicht tun, deswegen ist die Runde verliert. Okay, lass uns einfach mal überraschen. Haben wir auch noch das an und dann die Tankiness erhöhen. Mal die Leute schützen. Ja, ein Doppelschuss mit Reichweite. Also, die werden natürlich dann gewone-shottet von denen, oder? Wobei, der müsste dann zweimal Doppelschuss machen. Mal sehen, ob er nah genug rankommt. Da war ein Crawler! Und jetzt explodieren. Jetzt, jetzt. Bam! Okay. Ach, ist schön, wenn mein Plan funktioniert. Aber mit Doppelschuss habe ich es bei Scott nicht gerechnet, ne? Aber in dem Falle hat es ja dann noch geklappt, wenn ich zwei geholt habe. Ja, ist glaube ich durch, oder? Geknappt werden. Was ist das? 300? Sind wir bei 900? Das könnte aber klappen. Also, das sieht so aus, ob es ausreichend ist. Deine Crawler da unten. Ja, also. Das mit den Rhinos habe ich halt irgendwann mal gelernt. Ne? Ich habe ja mal so eine Woche gemacht mit Rhino Selbstzerstörung, wenn ihr euch erinnert. Es wird sich, das funktioniert hat. War halt auch. Das war halt auch so ein bisschen die Grundidee daher gewesen. Ne? Wenn man nur links aufbaut, dass dann rechts Lücken entstehen fürs Late Game, für eben so eine Aktion oder so eine Aktion hier. Ne? Und wenn er so weit hinten aufstellt, kann man natürlich auch noch wegziehen. Also es war schon in meinem Hinterkopf, wie ich es auch so machen wollte. Man muss natürlich warten, dass wirklich dann auf ist. Ne? Und er hatte vielleicht sogar mit gerechnet, wenn er sich so aufstellt. Ist ja durchaus möglich. Ja, hat den hier hinten Tanky gemacht, aber das ist ja keine relevante Front gewesen. Ich glaube, was er für einen gigantischen Fehler hatte, wenn ich das mal sagen darf, ist, dass der Mustangs gespielt hat gegen Crawler und gegen gelevelte Crawler. Das funktioniert überhaupt nicht, ne? Also, wie gesagt, ihr braucht den Level-Vorteil, damit der Mustang einen Crawler sinnvoll tötet in der sinnvollen Zeit. Und der ist ja hier Level 3 gegen Level 1, ne? Also, das geht überhaupt nicht. Er hat die falschen Anti-Small gebaut, ja? Das hat ihm auf jeden Fall extrem viel gekostet. Das wäre so mein Fazit. Und der hat wieder alle Kleinvieh getötet. Ich bin sehr zufrieden mit der Performance von den UFOs für Anti-Small. Das wäre für ihn auch eine Option gewesen. Ne? Er hatte ja aber nur ein UFO gehabt. Und er hatte auch eine hohe Anlage hier. Also hätte er vielleicht, ne, statt da hinten irgendwas zu holen, diese Sachen hier, vielleicht drei UFOs verteilt gleichmäßig, um alle meine Crawler zu holen. Weil die haben ja 1000 Leben. Also er kriegt die wahrscheinlich auf Level 2. Und er braucht auch Level 3. Aber es schießen ja auch mehrere drauf. Die haben Flächenschaden. Also hätte er UFOs geholt, wäre er, glaube ich, sehr viel besser dran gewesen als mit dem Spam da. Hat er denn bekämpft damit eigentlich bei mir? Gar nichts, ne? Also, die hätten eigentlich gar keine Ziele, oder? Die ganzen Dinger, deswegen haben die auch nie gelevelt. Na gut, ich werde es mal weg für heute. Ciao, ciao.